Christopher, kennst du den Mobira Cityman? Der Mobira Cityman? Cityman. Nee. Handelt sich um dieses Gerät. Wir sind ja thematisch noch bei der Cebit. Technik, Technik, Technik. Und das war 1987 auf der Cebit, wo dieses Gerät vorgestellt wurde. 750 Jahre von Berlin. Ja, genau. Ja. Und anlässlich dessen hat der Reifenhersteller Nokia, denn damals war es noch ein Reifenhersteller, war glaube ich auch mal ein Gummistiefelhersteller, hat also das erste tragbare Telefon vorgestellt. 800 Gramm schwer. Das sind so umgerechnet 4 Kilo und war noch für das Funknetz NMT. Da telefoniere ich heute immer noch drauf, weil man da nie in einem Funkloch ist. Also wenn ihr oft im Funkloch seid, dann empfehle ich das Funknetz NMT. Der Preis zu Beginn 4.500 Euro hat dieses 4 Kilogramm schwere oder umgerechnet 800 Gramm schwere Telefon gekostet. Und jetzt steht hier drunter und das zeigt, wie aktuell dieser Artikel ist. Heute ist Nokia der weltgrößte Handyhersteller. Habe heute Morgen bei der Vorbereitung überlegt, von wann ist dieser Artikel, weil ich habe das Datum nicht gefunden. Jetzt, wo ich diesen Satz lese, weiß ich, wann war Nokia der größte Handyhersteller, ist schon einige Anfang Jahre her. Anfang der 2000er vielleicht so? Ist aber wieder im Kommen. Nokia will, glaube ich, wieder Smartphones herstellen. Toshiba? Heißt die eigentlich Toshiba oder spreche ich das seit 30 Jahren falsch aus? Toshiba, ich spreche es richtig aus. Die haben nämlich 1988 diesen Laptop vorgestellt. Und hatten wir nicht, Christopher, hier im Regal so hinter ganz uns? Ähnlichen, nee, der ist, glaube ich, im hatten Koffer. Wir doch einen Laptop. Sport-Fit der Woche. Der ist aber im Koffer. Bei uns wird alles dann in den Koffer gepackt. Dieser Laptop also, das war der T3200 mit einem 286er Prozessor, 12 Megahertz und 1 Megabyte Arbeitsspeicher bei 640 x 400 Pixeln für 13.500 D-Mark. Das sind umgerechnet 10 Milliarden Euro. So teuer mit war Inflation, das früher. Ja, ja, natürlich, die habe ich da einkalkuliert. Das ist eine, hier haben wir den, das ist ein Toshiba. Wir haben alles, denn damals haben wir live von der Cebit gesendet. Der ist ja ganz schön schwer. Ja, hatte ich gesagt. Dieses Ding hat 13.500 Mark. Das sind ein paar Nummern. Geht der noch? Ahan. Wo geht denn der Ahan? Cool finde ich auch, der hat hier noch diesen Plastiknüppel, auf dem man statt Maus so rumwippen musste und dann konnte man da so durchfahren. Ach, da kann man Simon, ja üben nein, dran. Nein, der vibriert auch nicht. Nein, es ist ein tolles Gerät. Geht das wirklich irgendwo an? Im Simon ist ständig der Finger ausgerutscht. Ja, das ist ja, glitschig, das stimmt. Dann kommt man auf die F-Taste, nein, auf die G-Taste. Ja, wo ist denn... Christopher entdeckt die neue Technik. Ah, on. Müssen wir den noch laden? Ja, den müssen wir laden. Der hat einen Ausgang für... Für? Ja, gibt's heute nicht mehr. Und hinten hat der VGA PS2 Klinke und einen Druckerausgang-Ding. Oh, wenn wir jetzt noch ein altes Stromkabel hätten. Nee, SCART ist nicht bei. Aber der hat Infrarot, der hat eine Infrarotschnittstelle. Das ist der Praktikantenrechner, sorry. Aber der hat eine Infrarotschnittstelle. Und wenn wir noch so ein altes Stromkabel von einem Videorekorder hätten, dann könnten wir den, das prüfen wir. Hat sich denn die Stromkabelsituation verändert in den letzten 30 Jahren? Nee, der läuft mit 240 Volt. Wechselstrom. Hat hier irgendjemand schon mal versucht, den hier anzumachen in den letzten 20 Jahren? Könnte man doch mal versuchen, aber wir werden kein Kabel finden, glaube ich. Doch, so ein Kabel. Hier ist alles kabellos in diesem Studio, das muss man auch mal sagen. Oh, was kann man denn hier aufmachen? Bleib mal drauf, spannend. Oh. Geil. Für die SIM-Karte, früher waren die natürlich noch etwas größer. Das ist eine Makro-SIM. Oh, wow. Was? Simon sagt, das ist ein Handscanner. Zum Entsperren. Das ist ein Zungenscanner. Aber die Hand gibt es heute hier nicht mehr, glaube ich, im Kollegium. Nee, solche Hände gibt es heute nicht mehr. Wir haben da einen Kollegen, der hat seine Hand verloren und das war dessen Rechner. Das ist, Wahnsinn. Ja, nein, das muss man. Und der ist unglaublich leicht, das muss man auch mal sagen. Hört man, wie leicht der ist?
Man kann es hören, denke ich. Ne? So, cool. Ah, mit Maus, das ist Wahnsinn. Ja, ich habe mich verliebt, ich sag's, wie es ist. Mein Gott. Cooles Teil. Boah, boah. Also, Moment, ja? Nee, mach's nicht. MacBook Air, Ende, ja? Ich will mein MacBook umklappen. Geht nicht. Toshiba, alles gut. Ja? Ich kann mein Display so weit umklappen, ey, das ist... Ja, ist nur schwarz, ne? Das ist ja, aber ohne Pixelfehler. Ich habe zu Hause einen Pixelfehler. Oh, incoming message. Ich lese mal nach. Klappt das Display nicht so weit um, du Sack. Oh. Geiles Teil. Was gibt es noch für Neuerungen? Alterungen. 1989, im Jahr des Mauerbaus, die erste digitale Fotokamera der Geschichte, Maueröffnung, die erste Fotokamera der Geschichte digital. Sie speicherte Fotos auf einer 3,5 Zoll Diskette, die man sich anschließend auf dem Fernseher anschauen konnte. Wenn denn der Fernseher das mitmachen konnte. Und das ist dann die erste Firma von Jobs, Next, und nachdem er Apple verlassen hatte und so weiter. Das ist ein Rechner mit 33 MHz und 8 MB Arbeitsspeicher. Mich interessiert, wie teuer er war. Etwa 10.000 D-Mark. Das sind heute umgerechnet in Euro etwa 300 Milliarden Euro. Das Ding Euro. Damals für Schulen einsetzt und die waren so sündhaft teuer, hat ja nicht funktioniert, die ganze Next-Geschichte. Und dann ist er zurück zu Apple. Und dann wurde es richtig erfolgreich. So, und dann, während ich noch im NMT-Netz sehr erfolgreich telefoniere, kam dann 1991 das D2-Dingens-Netz. Das erinnert uns, glaube ich, an Mannesmann. Ich habe noch den Werbespot vor Augen, möchte ich fast sagen. Mannesmann saß ja auch damals wahrscheinlich schon hier, in Düsseldorf. Und dann gab es diese sensationelle Übernahmeschlacht, die ja zu einem internationalen Konflikt führte. Wir erinnern uns an den britisch-deutschen Krieg damals, und Vodafone hat dann allerdings gewonnen. 1992 ein Atari ohne Monitor, hat gekostet 2200 D-Mark, umgerechnet sind das ungefähr 40 Trilliarden Euro. Dann 1993 wurde hier das ist der Intel Pentium-Prozessor gewesen. Stimmt, Pentium war damals ganz toll. Ja, hat mein Tegra 500 CDT übrigens auch von Toshiba. Der hat schon Pentium. Ja, 800 Megabyte Festplatte. 1994, den machen wir noch, wurden CD-Rohlinge erstmals günstig. Vorher, ich meine, sie hätten gekostet 3.000 Mark, ein Rohling. Ja. Mit einer Kapazität von 0,5 Megabyte. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mit Wänden dann, also man konnte die lochen und wenden. Dann waren es 1 Megabyte Gesamtkapazität. Ja. Heute passt auf so ein CD-Rohling bis zu 3 Megabyte. Ich sag's nochmal, weil das immer noch unfassbar klingt. Megabyte. 3 Megabyte. Was labern wir? Wo kommt denn dieses Video jetzt her? Um Himmels Willen. 3 Megabyte heute. Da hat jemand also seinen Laptop überklappt. Auf den Blu-rays heute auch. Könnte mir nicht passieren. Wo kommt denn dieses Video her? Ich verstehe das gerade gar nicht. Nochmal. So, und eine Sache dabei ist es ja. 1996 kam dann die DVD, die hatte schon eine Speicherkapazität 96. von 200 US-Dollar. Ich glaube, Sophie ist eingeschlafen. Das sind umgerechnet 40 Megabyte. Drei Bitcoin. Wieso? Bitcoin ist tot. Ach so, nein. Ich habe mein gesamtes Vermögen übrigens mit Bitcoins in den Sand gesetzt. Ich kann das jetzt mal hier offen heute sagen. Das sind wirklich ehrliche. Ja, ich dachte, ich springe noch auf den Bitcoin-Zug. Ist vorbei. Bitcoin ist gestern. Mich interessiert, 1997 kam dann dieses hier, ein Dialogfenster. Das hatte umgerechnete Größe von 50 mal 40 Zentimeter. Das war deswegen spektakulär, weil die meisten Monitore damals zu klein waren, um dieses Dialogfeld überhaupt abbilden zu können. 1998, dieses hier. Oh, da erinnere ich mich auch noch dran. Echt? Ja. Ich nicht.
war alles vor meinem, der digitale Bilderrahmen. Ah, ein beliebtes Weihnachtsgeschenk. Ich weiß noch, wie meine Eltern so einen scheiß digitalen Bilderrahmen, sage ich ganz offen, ist mir egal, nach mir die Sintflut von meiner Schwester bekommen habe. Und der musste immer aufgestellt werden, wenn meine Schwester zu Besuch kam. Da wurde der digitale Bilderrahmen rausgekramt. Dieses scheiß Gerät. Vor allen Dingen hat es noch nicht mal mit Akku funktioniert. Immer so ein scheiß Kabel hinter aus dem Regal runter für den digitalen Bilderrahmen mit den Kommunionsfotos von mir und meiner Schwester. Haben wir das? Das kenne ich nicht. Dieses Gerät hat sich nicht durchgesetzt. 2001 ein DVD-Brenner. Weil natürlich der Konsument zu Hause nicht weiß, was er mit DVD-Rolling machen soll. Wir haben ja eben gehört, Speicherkapazität vom DVD-Rolling. Bis zu 3 Megabyte? Bis zu 3, nee, 400 US-Dollar waren es. Wer soll so viel brennen? Also der Brenner hat sich bis heute im Heimbereich nicht durchgesetzt. 2002 dann diese Sitzkombination, Sessel mit Tisch, das war eine Sensation. Und das war übrigens auch die Wiedergeburt der Cebit überhaupt, als sie ihr Angebot erweitert haben mit diesem Sessel, ungefähr für 300 Dollar. Dann dieses hier, unvergessen. Oh, das habe ich immer noch. Kabellos navigieren. Das ist so ein beknacktes. Ich habe das schon. Ich du hast dieses Modell? Ja, in Grau. 800 Euro? Nein, ich habe dieses für 100 Euro. Dieses, ne? Es ist so eine Mies. Der dickbauchige TomTom Go. Ich weiß nicht, von welcher Firma. 800.000 Euro hat er gekostet. Oh, den kenne ich auch noch. Ja, was ist denn das? Das ist ein Mac, das ist ein Computer. Das ist ein Mini-Computer. Ja. Mac Mini ist das. Mac Mini. Minimax. Es gab mal so eine Serie, Minimax. Die Minimax. Minimax. War so ein komischer Agent, der irgendwie immer vor geschlossenen Türen gerannt ist. Und das war ein Riesengag. Fand ich toll. War so der Humor der 60er Jahre. Ich habe aber auch in den 90ern noch drüber gelacht, muss ich zugeben. Das sieht aus wie so eine Verpackung von Damenbinden. Irgendwie. Ne, da könnte jetzt Always draufstehen, ist für, aber es handelt sich hier um was ganz anderes. Sieht aber wirklich so aus. Das sieht wirklich so aus. Gehst in den Mediamarkt und fragst dich, warum verkaufen die Damenbinden? Ja, warum nicht? Wenn es günstig ist. Wenn es günstig ist? Blöd. Ah, nee, das war Saturn, ne? Ja, das war sie. Die Highlights aus 23 Jahrhunderten. Oh, Cebit. Geil. Vom Jesuskrippchen angefangen bis hin zum modernen Buddhismus. Music is what I'm living for. Oh!